Dürre in Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland. Auf den ersten Blick ist klar, Europa kämpft mit der Klimakrise. So heißt es zumindest in den gängigen Publikationen. Auf den zweiten Blick sieht die Sache dann doch etwas anders aus. Allerdings hat der Mensch auch ganz ohne Klimamodellierung einen Einfluss auf diese Trockenheit. Zu diesem Thema begrüße ich die Professorin für Methodenlehre und maritime Psychologie an der TU Berlin, Professor Dr. Gisela Müller-Platt. Hallo. Hallo, Frau Kosübeck. Professor Müller-Platt, als Professorin für Methodenlehre, wie kommen Sie dazu, sich mit dem Thema Klima und Klimamodellierungen zu beschäftigen? Ja, das werde ich öfter gefragt. Zum einen ist Methodenlehre ja Statistik. Ich bin auch Mathematikerin von der Ausbildung. Und die Klimawissenschaft ist ein sehr gutes Anwendungsgebiet für die Statistik, die ich täglich lehre, weil sie ja gesellschaftlich relevant ist. Und ich versuche, dieser Einseitigkeit, das menschliche CO2 ist an allem schuld, statistisch etwas entgegenzusetzen. Sie beschreiben in einem Text die schlimmste Dürrekatastrophe Mitteleuropas im Jahr 1540. Allein in Deutschland brannten 33 Städte, auch die Elbe war auf ein Zehntel des Pegels eingetrocknet. Damals dürften sowohl der Mensch und die Industrie einen eher geringen Einfluss gehabt haben. Wie hat man nun aus klimahistorischer Sicht dieses Ereignis eingeordnet? Ja, das, was ich beschrieben habe, ist eine internationale Studie von Oliver Wetter und ungefähr 30 Kollegen aus verschiedenen Ländern, die festgestellt haben, dass im Jahr 1540 eine ganz extreme Dürre war, wo es in 6 Monaten nur an 3 Tagen oder 6 Tagen, wo man nun hinguckte, Deutschland, Schweiz, Ungarn, regnete. Und dass es 2 Ernten gab von Wein, dass der Boden aufklaffte, dass man die Hände da reinhängen konnte, dass die Dörfer abbrannten, dass die Wälder abbrannten. Und das haben sie herausgefunden durch Analysen von Dorfchroniken. Also das haben Menschen beschrieben, das war also keine indirekte Methode, sondern eine sehr direkte Überlieferung. Eingeordnet wurde es durchaus vernünftig. Also es gab einen Autor zum Beispiel dieser Studie, der im Spiegel interviewt wurde und der auch als Fazit gesagt hat, man muss doch die heutige Sicht etwas relativieren. Heutzutage die Dürren sind nicht die schlimmsten. Nicht die schlimmsten. Nun kommen ja Klimahistoriker grundsätzlich sehr oft zu verschiedenen Ergebnissen, vor allem wenn sie die Geschichte der Dürren Mitteleuropas anschauen. Sie haben auch darüber geschrieben, dass zum Beispiel ein Team der Universität Cambridge den Schluss zieht, dass wir nun mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der anthropogenen, also menschlichen Erwärmung in eine Dürrephase eintreten. Andere Forscher wiederum vom Bremerhaven Alfred-Wegener-Institut kommen zu einem anderen Schluss und meinen, dass der CO2-Anstieg keinen Einfluss auf die Trockenperioden hat. Hier besteht offenbar kein wissenschaftlicher Konsens. Oder wie ist das zu verstehen? Ja, also ich habe verschiedene ganz neue Publikationen, alle aus dem Jahr 2021, auf die Dürregeschichte hin analysiert. Und es gab 3 wesentliche. Die erste, die Sie eben genannt haben aus Cambridge, die behauptet haben, dass die jetzige Dürre, also des Jahres 2018, des Jahres 2022, liegen am menschgemachten CO2. Und die beiden anderen, die Sie jetzt auch schon erwähnt haben, eine davon sagen das Gegenteil. Wenn man sie aber durchliest, dann kommen alle 3 zu dem Ergebnis, es liegt nicht am menschgemachten CO2. Denn die Studie aus Cambridge hat seit 2000 Jahren mit Baumringen die Regenfälle analysiert und einen Dürreindex gebildet, rekonstruiert und haben Kurven gefunden. In der Römerzeit war es schon mal sehr trocken, dann war es im Frühmittelalter sehr trocken, im Spätmittelalter sehr trocken und jetzt eben auch noch mal wieder sehr trocken. Und die Trockenheiten wurden immer schlimmer. Also es sind so Zyklen, man kann sich eine Kurve vorstellen, die hoch und runter geht, in auf und ab, fast wie so eine Sinuskurve, aber dass die Tiefen immer tiefer werden, also mit einem Trend, eine Sinuskurve mit einem Trend. Und der letzte Punkt ist der tiefste und da sagen sie, das liegt jetzt am menschgemachten CO2. Das ist ja aber nicht schlüssig, wenn die vorherigen Tiefpunkte alle nicht mit CO2 zu erklären sind. Dann müssten ja alle vorigen Tiefpunkte eine andere Erklärung haben. Und der letzte Tiefpunkt muss eine Spezialerklärung CO2 haben. Das begründen sie nicht. Weiterhin begründen sie auch nicht, wie es überhaupt zu den langjährigen Aufs und Abs über viele 100 Jahre kommt. Und deswegen finde ich die letzte Aussage, deren Fazit, der jetzige Tiefpunkt liegt am menschgemachten CO2, überhaupt nicht überzeugend. Ist das wissenschaftlicher Konsens oder ist das Ihre eigene Meinung?
Das kann ich nicht sagen. Ich müsste dann natürlich verschiedenen Kollegen, Kolleginnen diese drei Studien geben und sagen, analysiert das mal methodisch und vergleicht mal die Qualität der angewandten Methoden. Also man kann eigentlich nur festhalten, was Sie gesagt haben, es gibt keinen Konsens. Der eine sagt, es liegt am CO2. Die zweite vom Alfred-Wegener-Institut, Monika Junita und Kollegen, sagen, die schlimmsten Dürren gab es im 15. und im 18. Jahrhundert und die sind viel schlimmer als die heutigen und es gibt überhaupt keinen Einfluss vom CO2 zu erkennen. Und dann noch eine aus Spanien, die nur die Regenfälle beurteilen und da ist auch kein Einfluss des CO2 zu erkennen. Also ob das jetzt Konsens ist oder nicht, dass das CO2 keinen Einfluss auf die Dürren hat, da kann ich nur sagen, es ist kein Konsens, sonst würden ja nicht so viele Wissenschaftler schreiben, es liegt am CO2. Nun haben wir ja schon festgestellt bis hierhin, dass Forschungsergebnisse natürlich auch maßgeblich von der Methode der Ermittlung abhängig sind. Das klingt zunächst wie eine Binsenweisheit, aber aus Sicht der Methodenlehre, vielleicht könnten Sie das näher beschreiben, ob wir Forschungsergebnisse grundsätzlich besser einordnen müssten. Auf jeden Fall. Was ich zumindest sagen kann, also das ist ja eine sehr allgemeine Aussage, der sicher jeder zustimmen würde. Aber was ich gerne darstellen möchte, sind zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich habe diese eine Methode, über die ich geschrieben habe, sage ich gleich noch was dazu. Und dagegen steht die Methode der Attributionsforschung, wie sich das nennt. Da ist bekannt, die Deutsche Friederike Otto wird oft zitiert, die in London arbeitet und die auch vor kurzem ein Interview im April auf spektrum.de gegeben hat und ihre Methode dargestellt hat. Und wenn ich jetzt die beiden Methoden gegeneinander halten darf, dann denke ich, kann jeder Zuhörer entscheiden, welche Methode überzeugender ist. Und zwar meine Methode, also die ich jetzt hier sozusagen in einer kleinen Gruppe angewendet habe, mit ein paar Kollegen, mit denen ich zusammen publiziere, Sebastian Lüning und Horst-Joachim Lüdecke. Wir sagen, ein CO2-Anstieg ist beobachtbar kontinuierlich, besonders seit 1950. Wenn das CO2 einen Einfluss auf die jetzigen Dürren haben sollte, dann müssten speziell in den letzten Jahrzehnten, seit 1850, seitdem das CO2 ansteigt, und ganz besonders seit 1950, seitdem es immer stärker ansteigt, mehr Dürren zu beobachten sein, weltweit, aber eben speziell auch in Mitteleuropa. Und sie müssten in den letzten Jahrzehnten seit 1950 auch nochmal speziell zunehmen. Das ist schon widerlegt durch diese Arbeiten vom Alfred-Wegener-Institut und aus Spanien, die eben durch die Rekonstruktionen festgestellt haben, früher gab es stärkere Dürren. Und zum Zweiten, wenn man einfach mal auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes geht, das kann jeder selber machen. Sie müssen einfach nur eingeben in Ihren Browser, in Ihre Suchfunktion, DWD-Zeitreihen. DWD für Deutschen Wetterdienst. DWD-Zeitreihen. Und dann die erste Fundstelle nehmen. Und dort können Sie sich die Niederschlagsstatistik angucken, zum Beispiel für Sommer in Deutschland. Und da sieht man seit 1880 bis 2020, es gibt keinen Trend. Also es ist kein Einfluss des CO2 auf die Niederschläge zu sehen. Das ist eine datenorientierte Herangehensweise. Jetzt komme ich zur Attributionsforschung. Das ist im Gegensatz dazu eine modellorientierte Herangehensweise. Frau Otto und Kollegen machen das nämlich so, dass sie erst ein Ereignis, das attribuiert werden soll, definieren. Zum Beispiel eine Woche starke Hitze in Spanien in einem bestimmten Gebiet oder den Starkregen im Ahrtal im Juli 21 oder eben die Trockenperiode in Deutschland, Schweiz im Sommer 2022. Dann haben Sie das definiert und dann vergleichen Sie zwei Klimamodelle. Und zwar gibt es ja, nehmen Sie die Klimamodelle der letzten Generation, CMIP6, die in den letzten IPCC-Report eingeflossen sind. Und diese Klimamodelle kann man sehr oft laufen lassen. Die produzieren dann immer leicht abweichende Ergebnisse, weil die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das sind stochastische Modelle. Und diese Klimamodelle gibt es einmal mit anthropogenem CO2 gefüttert sozusagen und einmal, indem man das weggelassen hat. Und dann stellen Sie zum Beispiel fest, wie häufig wird bei den Klimamodellen mit menschgemachtem CO2 dieses definierte Ereignis produziert, zum Beispiel 20 Mal. Und wie oft wird dasselbe Ereignis produziert von den Klimamodellen, wo das menschgemachte CO2 weggelassen wurde? Und dann stellt man fest, nur 2 Mal. Und dann ist das Ergebnis, durch das menschgemachte CO2 hat sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer solchen Dürre in Deutschland verzehnfacht. Das war auch die letzte Publikation von Frau Otto und Kollegen.
Gut, das Ganze stimmt dann, wenn die Klimamodelle stimmen. Ja, aber diese Klimamodelle sind ja hochgradig spekulativ. Da steckt als wesentlicher Klimatreiber nur das anthropogene CO2 drin oder überhaupt CO2, auch natürlich das vormenschliche CO2. Aber es stecken nicht drin Ozeanzyklen, die über Jahrtausende zum Teil zurück schon rekonstruiert sind, wie die AMO, die NAO, die haben alle so kurze Abkürzungen. Und deren Einflüsse auf Regen kann man auch nachweisen. Da haben zum Beispiel wir mit mir als Erstautorin gerade letztes Jahr einen Artikel auch in Nature Scientific Reports publizieren können, indem wir gezeigt haben, dass solche langräumigen Temperaturdifferenzen den Regen in Mitteleuropa bis zu 50% der Variabilität des Regens in Mitteleuropa steuern. Ein ähnliches Paper haben wir über Afrika gemacht. Und deswegen, es ist ganz bestimmt nicht nur das CO2, wie in den Klimamodellen vorgesehen. Und deswegen, wenn man falsche Modelle nimmt und dann sagt, da kommt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit raus, dann ist natürlich auch das Ergebnis falsch. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, oder was die Autoren, die ich zitiert habe auch und analysiert habe, wie Monika Jonita, Alfred-Wegener-Institut, was die gemacht haben, die haben datenorientiert gearbeitet. Und was ich jetzt zusätzlich gemacht habe, ist einfach noch die Wetterstatistiken vom Deutschen Wetterdienst und vom Schweizer Wetterdienst herangezogen. Auch datenorientiert. Das war das Wetter. Und nicht, das ist ein modelliertes Wetter, was sein könnte, wenn die Modelle denn stimmen würden. Zum Schluss noch vielleicht eine ganz kurze Frage, Frau Müller-Platt. Und zwar, woher kommt eigentlich diese unterkomplexe, ja vereinfachte Sichtweise und diesen Hyperfokus auf CO2? Das ist eine politische Frage, würde ich sagen. Und dazu bin ich auch nicht kompetent, das zu beantworten. Da gibt es verschiedene Theorien. Ein Teil davon halte ich auch für Verschwörungstheorien. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich möchte lieber zum Abschluss sagen, warum denn der Mensch trotzdem an den trockenen Böden schuld ist. Denn die Dürremonitore zeigen ja, es wird immer trockener. Das stimmt ja. Und das sind eben die Bewirtschaftungsmethoden, die sich geändert haben. Vor allem die intensivierte Landwirtschaft, wo die Böden drainiert werden. Es gibt keine Hecken mehr, keine Bäume. Es wird alles glatt gemacht, damit die großen Fahrzeuge gut drüber fahren können. Mit Pestiziden und Kunstdüngern wird die wasserspeichernde Humusschicht vernichtet. Dann die moderne Waldwirtschaft mit diesen Erntemaschinen, die verdichten auch die Böden. Dann der Städtebau, der Straßenbau, das nimmt immer weiter zu. Es gibt einen Versiegelungsmonitor, googeln Sie das mal. 15% des Bodens Deutschlands sind schon versiegelt. In den Städten ist es 5 bis 10 Grad heißer als auf dem Land. Ja, und der Grundwasserspiegel sinkt und sinkt, auch durch unseren Lebensstil. Duschen, waschen, wir nehmen unser Grundwasser ziemlich sorglos aus dem Boden. Und es kommt wenig nach, weil der Boden eben verdichtet ist, versiegelt ist, drainiert ist. Und das Wasser, was dann fällt, wenn es regnet, sehr schnell in die Flüsse und in die Meere abgeleitet wird und nicht mehr in das Grundwasser eindringt. Und deswegen ist meine These, der Mensch ist schuld, dass die Böden immer trockener werden. Aber es regnet nicht weniger. Und wenn es gar nicht weniger regnet, dann kann das ja auch nicht am CO2 liegen. Also der Mensch kann nicht ganz aus der Verantwortung genommen werden. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Gisela Müller, zum Thema Dürre in Europa. Ja, vielen Dank für das Interview.